Die Flotte Lotte war voll beladen und hielt Kurs auf die Pirateninsel Tortuga. Jetzt, da die Mannschaft genügend Gold hatte, war es an der Zeit, mal ausgiebig zu feiern. Ben, du bist großartig, sprach Holzbein. Ja, danke, Sir. Ben blickte verlegen unter sich. Nur nicht so schüchtern, Großer. Du bist unser Held des Tages. Ohne dich hätten wir den Schatz niemals gefunden. Echt? Dabei war es doch so einfach. Aber danke, Sir. Heiliges Kanonenrohr. Jetzt hör mal auf mit dem Sir. Ich bin Horst Holzbein. Meine Freunde nennen mich nur Holzbein. Und du bist jetzt mein Freund. Kapiert? Ben hob den Kopf und lächelte. Aus dir machen wir noch einen richtigen Piraten. Aber jetzt verrate mir doch mal, woher du wusstest, wohin wir segeln mussten. Ich hab die Karte gelesen, Sir. Holzbein. Ja, aber wie konntest du sie entziffern? Also ich... Landensicht! Rief plötzlich der einäugige Ole. Vor ihnen erstreckte sich Tortuga. Schwarzbart ging mit seiner Mannschaft an Land, um seinen Fund zu feiern. Matrosen, wir sehen uns in genau 3 Tagen wieder. Ich will keine Klagen hören. Benehmt euch und habt Spaß. Seine Mannschaft stürmte von Bord und verteilte sich wie eine Horde Ameisen auf der Pirateninsel. Nur seine treuen Begleiter wichen ihm nicht von der Seite. Seht, das Gasthaus sieht doch einladend aus. Tortuga Inn. Der einäugige Ole machte den Anfang. Gefolgt von Matrose Ben und Horst Holzbein betrat Schwarzbart die Spelunke. Hier herrschte ein reges Treiben. Im Gegensatz zum Heimathafen auf der Seebäreninsel wurde hier getanzt, gelacht und gefeiert. Hier werden wir Spaß haben, Männer, sagte Horst Holzbein und bemerkte, wie sich ihm eine Gestalt näherte. Mit wem haben wir denn hier das Vergnügen? Wir sind von der Flotten Lotte und unser Kapitän ist der gefürchtete Schwarzbart. Und wer soll das bitte schön sein? Wie? Du kennst Schwarzbart nicht? Muss man den kennen?